Und hier haben wir wieder was zu lesen. Oh Gott. Hinrichtungsbericht DR88. Insasse E662. Alter 23. Geschlecht männlich. Methode elektrischer Stuhl. Zeugen 0. An das medizinische Personal. Bei der Hinrichtung gestern Abend stand der Gefangene, von dem wir dachten, er wäre behindert, einfach auf und ging ohne jede Hilfe auf den Stuhl zu. Heutzutage, na, wenn du behindert schon sagst, das darfst du schon nicht mal mehr sagen. Aber wenn du das schon jetzt aussprichst, bist du schon gleich raus. Seid bitte sorgsamer, wenn ihr euch die Krankengeschichte der Gefangenen anseht. Das Wachpersonal muss wissen, wie leistungsfähig die Gefangenen sind, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. Hast du leider nicht gefunden. Oh, schade. Okay. Wäre cool gewesen, oder? Aber... ja. Wir werden es ja noch herausfinden. Ja, wir sind hier gerade in unserem kleinen Albtraum. Ich mache aber heute nicht mehr allzu lang, weil gestern ging ja doch ziemlich lange. Ne? Also... ja. Ich freue mich auf Dienstag. Ja, ich auch. Ich habe heute auf Deluxe geupgradet tatsächlich. Also ich habe alles runtergeladen. Das ist der Schlüssel, den wir brauchen. Jetzt habe ich das Gewehr. Und wir haben das Gewicht für die nächste Tür, ne? Da ist auch noch Munition. Alles mitnehmen, nichts vergessen. 6 Kugeln, das ist gut. Das erste schon wieder. Ja, ich auch. Aber ich glaube, es sind diese typischen Optionen, weißt du, mit, ja. Also diese typischen Optionen mit, du hast unendlich alles oder so. Im Zentrum von Silent Hill liegt die größte Touristenattraktion der Stadt, der Toluca Lake. Doch der malerische, wunderschöne Stausee hat auch eine Schattenseite. Was wie eine typische örtliche Spukgeschichte klingt, ist in diesem Fall überraschenderweise wahr. An einem schicksalhaften, nebelverhangenen Novembertag im Jahr 1918 steigt das Kreuzfahrtschiff Little Baroness in See, ohne jemals zurückzukehren. Die Zeitungsartikel, die über das Ereignis berichteten, enthielten keine Details über das Verschwinden des Schiffes. Trotz intensiver Nachforschung durch die Polizei wurde weder das Schiff noch die Leichen der Passagiere oder Besatzung jemals gefunden. Viele Seiten wurden herausgerissen. Ach so. Also viele Seiten wurden rausgerissen, ne? Wer weiß, wie viele Seelen in den Fluten des Toluca Lake untergingen, blicken ihre augenlosen, verdammten Schädel hoffnungslos zur Oberfläche, voller Sehnsucht nach einem einzigen Atemzug, oder verlief ihr geheimnisvolles Schicksal ganz anders. Das ist die moderne Titanic. Ist es nicht sogar auch 19? Ah ne, es war später. Okay, hier kann ich nicht rein. So, habe ich alles hier. Ich habe die Zellen kontrolliert, im Prinzip. Habe ich das gelesen? Hier rein. Kann ich auch nicht. Ich dachte, alle Türen sind jetzt auf. Das ist schon schade. Und hier... na, mach auf. Ich krieg Besuch. Ich höre schon wieder. Ich gehe erstmal hier rein. Und jetzt... hasta la vista, Baby, heißt es jetzt. Okay, 4 Schuss haben wir damit, aber das spare ich mir auf, ne? Ich spare wieder bis zum Ende. Wir sparen und sparen und sparen. Ich überlege gerade, also wir machen jetzt noch 20 Minuten in etwa. Dann würde ich für heute aufhören. Wir können jetzt in die Haupthalle zurück und das nächste Gewicht machen. Genau, zur Waage. Also, kurz. Oh Gott, ich krieg Besuch. Ist da einer an der Decke? Hallo, wo sind Sie? Da oben ist ein Kreuz. Guck mal, das ist so ein festgezurrtes Kreuz.
Die Symboliken sind eindeutig. Hier geht's in die Kapelle. Ne, wir wollen den Innenhof raus. Ne, hier ist der Kollege auch nicht. Okay, wir scheißen auf den Kollegen. Wir werden ihn noch... Oder ist der hier drin? Da ist er! Hallo! Sie habe ich doch gesucht. Ich hau nochmal drauf. So ist besser. Ne? Da oben ist noch einer. Aua! Wo kommst du denn her? Oh Gott. Oh. Gut, dass du da bist. So. Im Innenhof rumst du auch noch irgendwer rum. Aber die rumsen nicht hier an den Wänden rum, ne? Ich hoffe. So, wir gehen wieder zu unserer Freundin Justitia. Und wir haben das mittlere Gewicht. Ja, dahin. Nee, das ist falsch. Nicht ganz. Und jetzt ist der Bulle auf. Der hornlose Ochse, ach, der ist direkt vorne an, wenn wir reinkommen. Also vorne an auf der anderen Seite. Ist er. Und rein. Oh oh. Hallo, wo sind Sie denn? Oh Gott. Wir sind Freunde, ich habe schon öfter gesagt. Freund! Oh Gott, der kotzt! Oh, ich wusste es. Jetzt kommen wir nicht mehr raus, weil er da hingeschmattert hat. Und das war nur der Anfang, befürchte ich. Ich höre den nächsten schon. Das Problem ist, wenn wir in den Zellen sitzen und die kotzen, dann kommen wir nicht raus. Ich muss aus der Zelle wieder raus. Ich muss in den Gang. Hallo, ihr zwei. Komm, ich hau drauf. Weg mit dir. Wir machen hier so ein Haus. Keine Objekte, ein Türgriff. Habe ich nicht. Da.
alle weg sind, haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Dann können wir uns in Ruhe umschauen. Bis die nächsten kommen. Ich werde mich mal kurz healen. Wir haben mal genug gerade. So. Ich hasse das, dass die jetzt oben sind. Okay, jemand kommt näher. Komm her! Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Na gut, egal. Kann ich hier rein? Oh, wir können hier rein. Ein Schlüssel. Schlüssel zu Trakt D. Okay, sehr schön. Sonntag, morgendlicher Rundgang. Störung gemeldet, C-140 schreit. C-777 würde ihn verfolgen und behauptet, die Gitterstäbe könnten ihn nicht aufhalten. Nummer 140 wird ein Beruhigungsmittel verabreicht. Mittagsrundgang. Zelle von C-777 D-5 wurde vorsorglich durchsucht. Es wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass der Gefangene seine Zelle unbeaufsichtigt verlassen hat. Empfehle eine weitere psychiatrische Untersuchung von C-140. Nachmittagsrundgang. C-140 und C-777 sind nicht in ihren Zellen. Alarm ausgelöst, Suche läuft. Neuester Stand. Die Badezimmertür ist von innen versperrt. Es wurden Versuche unternommen, sie zu öffnen. Wir hören nichts von der anderen Seite. Abendrundgang wurde nicht mehr ausgefüllt. Ich frage mich, warum. Und wir haben zufällig den Schlüssel für D5 gefunden. Was für ein Zufall. Aber wo ist denn Eddie eigentlich schon wieder hin? Ist er wieder am Chips essen oder was macht er? So. Also ich bin ehrlich, ich würde jetzt gerade lieber Alan Wake 2 spielen. Ist angenehmer. Da. Arschgesicht. Ciao. Da. Kommen die hier rein? Nee, ne? Ne, hier rein kommen die nicht. Eine Injektion. Oh, hier liegt alles voller Spritzen. Hier ist es wie am Münchner Hauptbahnhof. Ah, okay. Alan Wake 2 spiele ich gerade. Ja, wir spielen es, ich spiele es im Laufe der Woche irgendwann wieder. Aber ich wollte jetzt erstmal hier weiterkommen, Silent Hill weiterspielen. Was auch super geil ist. Ich liebe die Atmosphäre hier, auch wenn ich gerade diese Viecher an der Decke nicht mag. Und weg! Wir müssen weg! Gott sei Dank. Okay, da krabbelt so ein Ding von außen rum, aber hier drin bin ich eigentlich sicher, oder? Die krabbeln alle außen rum.
das? Behelfsmesser? Schade, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kennst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es zu spät. Ich gehe spazieren. Das mache ich jetzt auch. Ich möchte einfach nur noch... Ich möchte hier raus. Ich scheiß auf das Ganze. Ich gehe einfach spazieren. Ich weiß sowieso nicht mehr, wo ich gerade bin. Oh nein, ich höre nur, dass die wieder kommen, oder? Da... auf? Nee, die ist zu. Jemand schleicht nachts durch den Zellentrakt. Schon wieder. Wer auch immer das war, muss ich dich daran erinnern, dass wir unseren Posten niemals ohne Genehmigung verlassen dürfen. Wenn ich dich das nächste Mal erwische, melde ich dich beim Aufseher und mach dich zum Steak. Kein Durchgang. Ich bin von hier gekommen, ne? Ja. Ich bin hier noch nicht fertig. Wir müssen noch ein Gewicht irgendwo finden. C4 ist zu. Damit kommen wir da rein. Klo, es könnte auch mal wieder geputzt werden. Das ist wieder die Arschcam für die Ladies. Wer ist denn hier? Er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Die Gitterstäbe, die Wände, sie können ihn nicht aufhalten. Er wird reinkommen. Er wird reinkommen. Ich habe noch Zeit. Ich kann es schaffen. Ich bin fast durch. Aber er ist nah. Ich kann es spüren. Er kommt, um es zu beenden. Wer denn? Ist es unserer Maul- und Klauenseuchen, Uwe? Ich glaube ja. Mein Radio spielt auch. Ist das wieder ein Käfer? Oder spielt mein Radio jetzt verrückt? Ich kriege hier kreuz und quer durchs Gefängnis. Fühle mich wie bei A Way Out. Da, Käfer. Ruf jemand den Kammerjäger. Kann ich die Waschbecken zerdeppern? Komm schon. Nein, schade. Nicht einmal Spaß haben. Kann ich das Pissoir wenigstens? Nein, auch nicht. Da wollte man einmal Spaß haben, weißt du? Warum denn so ein großer Waschraum? Oh Gott, hier sitzt doch bestimmt wieder so ein Doppelarsch. Obwohl, mittlerweile kriechen die ja an den Wänden rum. Und stehen nicht mehr hinter den Ecken versteckt. Sie werden dich nicht retten. Okay. Müssen sie auch nicht. Ich rette mich lieber selbst. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kommen nochmal nach Silent, also ins normale Silent Hill zurück. Ich wollte da alle Geschäfte eigentlich nochmal durchsuchen. Nach sämtlichen Sachen. Naja. Wow, auf dem Klo steht ein Gesundheitsdrink. Hm, lecker. Hier ist doch bestimmt irgendwo jemand drin. Geht das? Nein, das geht auch nicht. Scheiße.
Hallo! Wusste ich doch! Ich wusste, dass irgendwo einer drin ist. Und ich hab's gerade noch gesagt. Oh, Krankenschwester! Ich brauche heute keinen Arzt, mir geht's gut. War ich das? Nee, ne? Wo bin ich denn hier? In den Duschen. Nur zur Sicherheit. Wir wissen alle, sie könnten sonst wieder aufstehen und ich will lieber, ich will nicht, dass die wieder aufstehen. Okay, das ist auch so ein Hinweis aufs alte Silent Hill. Aufs Original. Irgendwas lebt hier. Oh nein, Igitt. Boah, da drüben sind sie wieder. Da muss ich safe hin, oder? Ich bin heute sehr aggressiv. Ich hasse Duschen, nimm Leute. Deswegen mache ich das. Ich muss da reinfassen. Herzlich willkommen im Dschungelcamp. Ich bin ein James, holt mich hier raus. Gewicht. Oh nein. Da ist einer aufgestanden. Ich hab's gesehen. Ich sehe dich. Leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin, habe ich gesagt. Bleib liegen. Ich bin weg. In den Arsch geschossen. Das gilt auch für Krankenschwestern. Tut mir leid, ich kann keine Ausnahme machen. Wer will noch? Oh, sie sind's!
dich, Mann! Was ist das für ein Geräusch? Oh, doch eine. So. Also hat das Ganze nichts gebracht, dass ich auf den rumgetrampelt bin vorher? Das war geskriptet, dass die aufstehen, wenn ich das gefunden habe. Scheiß. Na egal. Ach, die falsche Tür. Die sind jetzt alle da unten. Da kann ich nicht durch, weil der seine Säure verspritzt hat. Muss ich aber auch nicht. Wunderbar. So, nächstes Gewicht. Okay, das ist die normale Tür. Okay, das reicht nicht ganz für die Taube. Reicht das für das Wildschwein, wenn wir es so rüberstellen? Das reicht nicht fürs Wildschwein. Nehmen wir das noch dazu. Das ist zu viel. Obwohl, warte. Wildschwein ist auf. So, aber zum Wildschwein geht es erst in der nächsten Aufnahme und in der nächsten Folge. Für heute reicht es erstmal. Ich bedanke mich bei euch auf YouTube fürs Zuschauen beim Live-Let's Play. Wir sehen uns, wie gesagt, bald wieder.